Feierabendstimmung hier bei Enjoy Radio. Den ganzen Nachmittag tobte hier der Papst. Jetzt ist sogar der Garderobenständer leer und irgendjemand hat hier noch seinen Schirm vergessen. Es ist so gut wie ausgestorben, aber das Programm läuft natürlich weiter. Ist ja Logo-Vollprogramm. Die Musik läuft, ihr könnt weiter reinhören und wir haben noch einen Bonbon für euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch mal schauen, wie es eigentlich so war und losging heute Nachmittag. Denn wir haben alles gesammelt und ihr seht es gleich noch mal gebündelt in kompakter, bunter Form. Und ihr könnt sogar um 1.30 Uhr weitergucken bis früh in den Morgen. Dann sendet nämlich die DAS-Redaktion auch noch was von Enjoy Radio. Ich wünsche euch viel Spaß, einen schönen Abend noch. Macht's gut. Tschüss. Das, was sich hier in den nächsten Minuten abspielt, das habt ihr noch nicht erlebt. Ist auch kein Wunder, ist eine Premiere. Zum ersten Mal ist ein Fernsehsender dabei, wenn ein Hörfunksender live auf Sendung geht. Es geht um Enjoy Radio. Das Ding ist in diesem Kasten zu Hause, Glaskasten mitten in Winterhude. Und ist das jüngste Radio in Deutschland. Darf ich Sie mal kurz fragen, wissen Sie eigentlich, was Enjoy Radio ist? Ja, eine neue Sendung. Sauber? Vom Norddeutschen Rundfunk. Das Ding ist noch nicht mal on air und die Leute wissen schon, was Sache ist. Wir wissen nämlich nicht, wie es drin aussieht, deshalb gehen wir jetzt mal rein und wollen mal gucken. Wollen mal sehen, was steckt hinter den Stimmen, wie wird hier die Musik gemacht, was für Meldung und so. Halt, zurück, guck dir das an. Die gehen um 4.44 Uhr auf Sendung und immer noch ist der Klingelknopf abgeklemmt, macht nichts. Das hier sieht aus wie die Rezeption. Hallo, grüßt euch. Wir sind zwar nicht angemeldet, würden ganz gern mal mitten in die Senderäume reinplatzen. Geht das? Ja, kein Problem. Und wo geht's lang? Treten Sie herein. Bitte. Treten Sie herein. Wir treten herein. Wir, das sind natürlich der Klaus und ich. Und Klaus, das ist nicht etwa der Osterhase, sondern das ist der Kameramann. Einmal zeigen, damit die Leute dich kennenlernen. Genau, und du hast schon wieder vergessen, da ist immer noch was auf der Linse. Mein Gott, nochmal. So, hier ist ja schon ein bisschen was los. Das sind alles irgendwie Enjoy-Mitarbeiter, glaube ich. Ist ja unglaublich. Mit dieser lächerlichen Garderobe wollen die auskommen. Ist ja ein bisschen traurig. Das hier sind übrigens unsere lieben Kollegen vom Fernsehen. Heute nicht so ganz wichtig, weil es geht ja ums Radio. Aber dieser Kollege, der langweilt sich schon ein bisschen und singt den ganzen Tag seinen Lieblingssong, nämlich... Kerzenklo, Kerzenklo. Ja, das macht die Kerze. Ja, nicht, dass der uns hier die Show stiehlt, das wollen wir gar nicht so gerne. Und mal sehen, was hier so ist. Thorsten Engel, Thorsten Engel. So, bist du auch Mitarbeiterin bei Enjoy? Ja, hallo. Wie schön. So, pass auf, nimm die Füße hoch, Klaus, hier liegen ganz viele Kabel. So jung und schon Redakteur hier? Nein. Nein. So, das scheint hier irgendwie die Toilette zu sein. Nein, das ist hier die Kaffeeküche. Hallo, wer ist denn hier für den Kaffee zuständig? Du kochst den Kaffee hier? Nein. Nein, auch nicht. Ist der stark, der Kaffee? Kann man trinken? Kann man trinken, kann man trinken. Der Kaffee ist prima. Hier stehen nur ein paar Kopierer. Also ich frage mich immer, wo sind hier die Bänder? Ich denke immer, bei so einem Radiosender müssen auch ein paar Bänder rumstehen. Ich höre auch nichts, ich höre keine Musik. Ich muss hier so Thorsten Engel, Thorsten Engel. So, mal sehen. Also ich denke, wir gehen einfach mal hier die Treppe hoch. Ich vermute mal, hier oben sind irgendwie die Senderäume oder was weiß ich. Es wird ja auch ein bisschen Musik, hört man ja schon. Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Soll ich es vergessen? Ich wollte ihn noch wieder vorstellen und sein Gast ist doch ganz klar. Da sind wir nun schon hier auf der richtigen Ecke. Das ist er nämlich, Thorsten Engel, das ist der Chef des Hauses. Über den reden wir später. Erst nochmal die Tür zu. Ihr fragt euch natürlich eigentlich, wer kommt auf diese fixe Idee, so einen Sender nur für 14- bis 20-Jährige zu machen? Und das wollen wir euch ganz gerne mal zeigen. Aber Klaus und ich gehen schon mal weiter und stöbern durch die Räume. Wir brechen so ein bisschen ein, à la Privat, à la Piratensender. So, und ihr guckt euch jetzt auf den Film erstmal an. Hier oben, glaube ich, Klaus, geht das weiter. Im Januar 1991 habe ich gesagt, wir brauchen ein Jugendradio. Dann sind wir damit langsam in die Gremien gegangen. Zuerst haben wir natürlich selbst debattiert, unter uns, die Direktoren, haben wir dafür Geld in der Zeit, wo alle sparen. Eigentlich fing es damit an, dass ich merkte, dass meine Kinder nicht mehr NDR hören. Das fand ich irgendwie kritisch, sondern ich dachte, irgendwas muss denen doch gefallen. Dann merkte ich, dass die Zahlen auch so sind. Junge Hörer waren weitgehend weg.
Und ich finde, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk kann nicht nur mittlere, ältere oder was auch immer haben, sondern er muss versuchen, alle zu erreichen. Dann hat es doch noch anderthalb, zwei Jahre gedauert, ehe die Entscheidung fiel. Dann lief die Vorbereitungszeit bis heute. Dann balgen wir uns immer noch mit den Konkurrenten rum. Also es ist eine lange Entstehungsgeschichte. Die Machart, es wird digital gemacht, es hat eine Technik, die wir sonst im NDR so noch nicht haben. Es hat ein Verständnis von Programmen, das sicherlich auch andere Programme irgendwo prägen wird, durch Ausstrahlung, das glaube ich schon. Ich hoffe das jedenfalls, dass manches frischer wird. Wir müssen in den Nachrichten anders sein, das heißt, wir sind vielleicht ein bisschen ausführlicher, wir machen Nachrichten aus dem Bereich der Kultur, aus dem Bereich der Szene, aber nicht dort, nur dort, wo sich Mehrheiten tummeln, sondern auch, wo sich Interessantes Neues tut. Also wir sind einfach ein Stück offener für alles, was sich Neues bewegt. Enjoy Radio, das Jugendprogramm des Norddeutschen Rundfunks, kann, wie geplant, am Ostermontag um 16.44 Uhr auch in Hamburg starten. Der gute Herr Feigl, tausend Dank, wissen wir doch längst, dass es auch in Hamburg auf Sendung geht. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, hier noch groß zu quatschen, aber trotzdem stoßen wir jetzt vor, mitten ins Herz des Senders. Ziemlich viel Technik. Und ich habe euch ja gesagt, den einen Gast wollen wir noch sehen, den Thorsten Engel, das ist ja schließlich der Boss hier. Und der sitzt da hinten auf seinem schönen warmen Stuhl, da holen wir ihn jetzt mal weg. Hallo Thorsten, wenn ich dich bitten darf, einfach mal aufzustehen. So warm ist der Stuhl überhaupt nicht. Na, kann doch noch nicht so warm sein, machst du auch wieder weg. Sag mal, Thorsten, was mich schon total fasziniert, ist ja dieses Outfit. Aber ist dir das hier aufgefallen? Ist dir das hier nicht die Scheibe hier? Also es war gestern extra noch jemand da zum Putzen. Aber ihr seid mit dem Fernsehen immer durchgegangen und jeder hat dagegen gepatscht. Thorsten, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Eine tierisch spannende Sache, finde ich, ist das hier. Ihr wohnt hier in einem gläsernen Studio und seid gewissermaßen der erste deutsche Hörfunksender, der seine Hörer, wenn er will, sehen kann und die können euch beim Moderieren zuwinken. Ne? Die können uns beim Moderieren zwinken, aber wir haben ja, wie du siehst, du musstest das ja auch zur Seite machen. Wenn es uns zu bunt wird oder den Hörern, machen wir einfach zu. Sag mal, Thorsten, und diese Dinger, das ist Attrappe, ne? Riesengroße Mikros, das ist Attrappe, weil, habe ich euch recht verstanden, so viel Sabbeln, so viel Wort wollt ihr ja nicht mehr. Ja, ein bisschen Mucke, ne, oder? Ja, na, wir machen Wort so oft wir müssen und so oft wir wollen. Und das sind gar nicht so große, weil das ist einfach nur eine Attrappe, dies hier. Dahinter ist das Mikro, ist ganz einfach. Ja, guck mal an. Du, weißt was, Thorsten, was mich irgendwie so ein bisschen frustriert? Ich denke, so richtig good old radio ist das ja nicht mehr. Das ist alles Hightech. Wo sind die Bänder? Wo sind die CDs? Wo sind die Schallplatten? Was soll das hier? Ja, wo die Bänder sind, weiß ich auch nicht. Wir haben noch eine Bandmaschine, die verstecken wir immer verschämt. CDs stehen da hinten im Regal, kann man sich angucken. Ja, und sonst haben wir halt nur noch Knöpfe und einen Computer, aber der funktioniert fantastisch. Und es kommt das Gleiche raus an Musik, als wenn es CD wäre. Es geht nur leichter. So. Der Drucker funktioniert wieder nicht, wenn du gleich nochmal kommst. Ja, kein Problem. Das funktioniert doch nicht so alles. Ja, das war ein Drucker, das ist kein Problem. Das hier sind die Mitarbeiter. Funktioniert der Chef? Ist das Klima in Ordnung? Das Klima ist sehr, sehr gut. Aufgezwungene Lockerheit? Nein, wir sind locker, das sieht man doch heute. Stimmt, wir gehen jetzt mal hier weiter, weil alles haben wir noch nicht gesehen. So, und der Chef ist immer ein bisschen langsamer. Sag mal, Thorsten, bisschen Bilder fehlen euch noch. Was haltet ihr denn davon? Ihr seid ja nun ein Programm für 14- bis 20-Jährige. Lasst euch das doch alles von so Schulklassen dekorieren hier, oder? Na, wir haben überlegt, dass wir einen Graffiti-Künstler daran setzen. Sind aber, weil wir so viel zu tun hatten, von der Idee erstmal wieder abgekommen und haben erstmal unsere eigenen Plakate genommen. Die finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich weiß gar nicht, was du zu maulen hast. Nö, also bunt sind sie auch. Ja, eben. Finde ich sie auch ganz toll. Eben. Du,